Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen und guten Abend auch an Sie hier im Studio. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wir begrüßen nach dem G7-Gipfel in Kanada die Bundeskanzlerin. Guten Abend, Frau Merkel, herzlich willkommen. Guten Abend. Frau Merkel, es ist ein Jahr her nach dem damaligen G7-Gipfel auf Sizilien. Da hatten Sie gesagt, die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei und hatten damit selbstverständlich die USA unter Donald Trump gemeint. Sind diese Zeiten nach dem G7-Gipfel jetzt in Kanada nicht nur ein Stück, sondern ganz vorbei? Ganz würde ich nicht sagen, aber es war natürlich ein ernüchterndes Erlebnis, als wir heute Nacht dann auf dem Heimflug erfahren mussten, dass ein mühsam ausgehandeltes Kommuniqué doch wieder in Frage gestellt wurde, obwohl dieses Kommuniqué ja von allen bestätigt wurde und wir als Deutschland natürlich auch dazu stehen. Ich habe das damals gesagt nach dem NATO-Gipfel. Wir hatten erst den Gipfel in Taormina und dann kurz darauf den NATO-Gipfel. Der es nicht besser machte. Und der es nicht besser machte. Und dann hat sich bei mir schon verfestigt, dass wir gerade als Europäer doch unser Schicksal etwas mehr in die Hand nehmen müssen, dass wir nicht mehr, wie ja vielleicht viele Jahrzehnte, auch etwas leichtfertig darauf hoffen können, dass sich Amerika schon kümmert, sondern dass da ein Präsident ist, der sehr klar der Meinung ist, Amerika first eben, so wie er das auch sagt. Und das bedeutet für uns, dass wir unsere Prinzipien, unsere Werte eben in Europa auch selber verfechten müssen, gegebenenfalls zusammen mit Kanada oder Japan. Sie haben gesagt, das war ernüchternd, dass dieser mühsam ausgehandelte kleinste gemeinsame Nenner, den Sie in dem Abschlussdokument festgehalten hatten, dann per wütendem Tweet aufgekündigt wird. Besiegelt das aber das Ende der transatlantischen Partnerschaft? Nein, das glaube ich nicht. Es gibt gute Gründe dafür, weiter von unserer Seite zu kämpfen, aber wir können uns da nicht einfach drauf verlassen. Und wir müssen uns die Frage stellen, wo müssen wir alleine agieren können? Und das bedeutet natürlich auch neue Aufgaben für Europa. Und das bedeutet vor allen Dingen auch, dass wir in Europa sozusagen zu uns eine Loyalität haben. Also die erste Loyalität gilt immer dem eigenen Land. Aber die zweite, auch wenn es um außenpolitische Entscheidungen geht, sollte schon dann der Europäischen Union gelten. Nur ist Donald Trump wirklich noch ein Partner für die G7? Schauen Sie, ich würde trotzdem sagen, diese Diskussionen, auch die Sichtweise zu kennen, das harte Ringen, wir haben ja da nicht um den Tisch gesessen und uns angelächelt, sondern über Zoll gesprochen, über Handel gesprochen, über das Verhältnis zu Russland gesprochen. Einfach die Argumente zu kennen und doch zu wissen, dass wir ja trotzdem alle Demokratien sind, das würde mich dazu veranlassen, wieder zu einem solchen Gipfel zu reisen. Ich habe mich auch sehr eingesetzt für ein Kompromiss. Wir haben lange da noch drum gerungen. Sie sagen kleinster gemeinsamer Nenner, aber immerhin wichtige Bekundungen. Aber danach die Rücknahme sozusagen die per Tweet ist natürlich, ich wiederhole es, ernüchternd und auch ein Stück deprimierend. Warum lassen Sie sich von diesem amerikanischen Präsidenten ein ums andere Mal Ihre Machtlosigkeit vorführen? Das tun wir nicht. Nein, da bin ich ganz anderer Meinung. Wir haben jetzt zum Beispiel auf die Zölle, die der amerikanische Präsident verhängt hat, auf Aluminium und Stahl, die wir für rechtswidrig halten, im Sinne der Welthandelsorganisation, haben wir unsere Gegenmaßnahmen vorbereitet und die werden am 1. Juli auch dann bei der WTO gemeldet werden. Wir haben die schon hinterlegt. Also wir lassen uns nicht eins ums andere Mal da irgendwie über den Tisch ziehen, sondern wir handeln dann auch. Das Problem ist nur, das heißt ja nicht, dass ich dann nicht trotzdem versuche, auch wieder Gemeinsamkeiten zu finden. Das Reden aber nicht mehr hilft, das haben Sie eigentlich schon mal öffentlich zugegeben, nämlich als Sie in Washington waren, zumindest habe ich das so rausgehört, Ende April war das so. Sie versuchen noch zu verhindern, dass Donald Trump für die USA aus dem Klimaschutzabkommen, aus dem Iran-Abkommen ausscheidet. Sie versuchen zu verhindern, dass die USA die EU mit höheren Zöllen belegen und sagen dann Folgendes. Der Präsident wird entscheiden, das ist klar. Wir haben uns ausgetauscht über den Stand der Verhandlungen und die jeweiligen Einschätzungen dazu. Und dann sind die Entscheidungen liegen beim Präsidenten. Ist das die neue Weltordnung, dass der amerikanische Präsident entscheidet und Ihnen und dem Rest des Westens bleibt letztlich
die eingestandene Machtlosigkeit. Na, das ist es doch nicht. Ich finde, Sie verlangen doch von uns immer realistische Beschreibungen der Situation. Und da ich mir die Zölle auf Aluminium und Stahl nicht ausgedacht habe, war auch klar, dass der Präsident darüber entscheiden wird, genauso wie er darüber entscheiden wird, ob er im Iran-Abkommen bleibt oder nicht. Aber Sie haben keine Chance mehr, es zu verhindern. Das würde eine Partnerschaft mit sich bringen. In einer Partnerschaft kann man manchmal etwas verhindern. Aber die Voraussetzung ist erstmal, dass man darüber spricht. Und ich gebe ja zu, das ist ja gar nicht in Frage gestellt, dass wir in einigen Fällen nicht das erreicht haben, was wir wollten. Aber das ist doch trotzdem kein Grund, nicht mehr zu reden. Und ich will nur darauf hinweisen, die Tatsache, dass der kanadische Premierminister Justin Trudeau in der Pressekonferenz gesagt hat, er findet die Zölle auf Aluminium und Stahl nicht richtig und deshalb verhängt auch Kanada Gegenmaßnahmen. Die hat den amerikanischen Präsidenten dazu gebracht zu sagen, dann distanziere ich mich auch von dem G7-Kommuniqué. Das heißt, der kanadische Präsident hat agiert und das ist dann die Folge. Zuerst versucht man Was hilft denn das, wenn er das Abschlussdokument aufkündigt, dann haben Sie am Schluss gar nichts mehr? Erstmal ist es beschlossen und damit auch rechtskräftig. Und zweitens müssen wir uns nun mit der neuen Situation wieder befassen. Und trotzdem wird es einen NATO-Gipfel im Juli geben. Der wird auch nicht einfach. Und trotzdem wird man miteinander reden. Machen wir es noch mal fest. Konnten Sie am Wochenende in der Zollfrage irgendwas konkret Verwertbares erreichen? Wir haben darüber gesprochen, das kann ich heute noch nicht sagen, ob was konkret Verwertbares erreicht habe. Ich habe nur darauf hingewiesen, Sie hatten übrigens erst das eine Bild eingeblendet, wo wir da alle stehen. Da haben wir gerade über Kompromisse verhandelt. Ja. Jetzt blenden Sie das Bild ein, in dem habe ich zum Beispiel darüber gesprochen, dass, wenn es jetzt um Autozölle geht, man einfach die gegenseitige Betroffenheit auch mal aufschreiben sollte, also sogenannte Bestandsaufnahme machen sollte. Über diese Frage haben wir da gesprochen. Mhm. Die EU will zum 1. Juli, haben Sie gesagt, mit Gegenzöllen reagieren. Was machen Sie aber, wenn Donald Trump dann höhere Zölle auf europäische und damit vor allem auch deutsche Autos verhängt? Ja, dann müssen wir uns wieder überlegen, was wir tun. Jetzt erstmal sind wir noch dabei zu gucken, ob wir das verhindern können. Ich kann das aber nicht voraussagen. Ich will hier keine falschen Erwartungen erwecken. Und dann wird die Europäische Union hoffentlich wieder genauso gemeinsam agieren, wie sie das jetzt auch getan hat. Ich will vielleicht noch mal, weil Sie fragen, warum spricht man? Schauen Sie, ich habe auch mit anderen Menschen auf der Welt schon sehr, sehr viel gesprochen. Und da wird das auch immer für richtig und wichtig gehalten. Mein Credo ist, und davon werde ich auch nicht abgehen, auch wenn es mal eine Weile schwierig ist, dass man versucht, über Gespräche Einigungen zu erreichen. Und wenn das nicht möglich ist, muss man eben seines eigenen Weges gehen. Trump hat vorgeschlagen, in der G7-Zone alle Zölle und auch alle Handelsbarrieren abzuschaffen. Wäre das die Lösung? Das wäre als Idealfall natürlich toll, als Endfall sozusagen. Aber dazu müsste man in sehr umfangreiche Verhandlungen eintreten. Wir haben ja jetzt mit Kanada zum Beispiel weitgehende Zollfreiheit vereinbart in dem Freihandelsabkommen. Manch einer war sehr kritisch über dieses Abkommen. Inzwischen erscheint es in goldenem Lichte. Und sowas kann man sich natürlich auch für die G7 insgesamt vorstellen. Da muss man aber nicht nur über Zölle reden, da muss man auch über Subventionen reden, weil dadurch natürlich unterschiedliche Wettbewerbsniveaus da sind. Da muss man zum Beispiel im Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika auch darüber reden, dass einige Bundesstaaten uns überhaupt keinen Zugang zu der Ausschreibung von öffentlichen Aufträgen geben. Also auch das ist ein wichtiger Punkt. Und dann muss man auch noch mal reden, wie viel Direktinvestitionen gibt es eigentlich. Also man kann nicht nur den Handelsüberschuss nehmen, sondern man muss auch Direktinvestitionen sich anschauen. Wir könnten in solche Verhandlungen gehen. Kanada, Amerika sind das ja über NAFTA. Der ganze asiatische Teil hatte sich über das sogenannte Transpazifische Handelsabkommen, TPP, aus dem der amerikanische Präsident leider auch ausgetreten ist, ja vorgenommen. Und trotzdem ist das nicht die schnelle Lösung, weil das so etwas dauert schon eine Weile. Was hat Donald Trump mit dem Vorschlag bezwecken wollen, Russland wieder in den Kreis der G7, dann also G8 aufzunehmen? Das kann ich ja nun im Einzelnen nicht sagen, was ihn bewegt hat. Haben Sie ihn nicht gefragt? Natürlich haben wir ihn gefragt, aber die Antworten haben mich noch nicht überzeugt. Was hat er denn gesagt? Dass bei Fragen von Krieg und Frieden Russland eine wichtige Rolle spielt, das ist unstrittig. Wir brauchen Russland für Abrüstungsverhandlungen, wir brauchen Russland für die Verhandlungen über die Ukraine und wir brauchen Russland im Zusammenhang mit politischen Lösungen im Blick auf Syrien.
Und da bin ich mit Russland im Gespräch. Da haben wir Gruppen, in denen die miteinander reden, bei der Suche nach friedlichen Lösungen in Syrien und bei dem Minsk-Abkommen. Also das ist gar keine Frage. Die G7 verstehe ich aber nur so, dass dort Länder miteinander sitzen, die gemeinsame Prinzipien teilen. Danach habe ich Sie eben gefragt, ob das Donald Trump noch tut. In vielen Fragen ja, aber die Kündigung dieses Kommuniqués ist jetzt natürlich schon ein einschneidender Schritt. Und trotzdem sind die Vereinigten Staaten von Amerika eine Demokratie und haben auch nicht völkerrechtlich eine Krim annektiert. Und es gibt auch keinen Bürgerkrieg sozusagen, wo der Ukraine ein Stück Land weggenommen wurde. Und deshalb habe ich gesagt, ich kann mir das vorstellen, dass Russland wieder dazu kommt. Dann brauchen wir aber bei der Umsetzung des Minsk-Abkommens vorher Fortschritte. Der italienische Ministerpräsident, ganz neu im Amt, ich glaube, Sie haben ihn zum ersten Mal getroffen, Giuseppe Conte, hat dann sofort getwittert, ich stimme mit Präsident Donald Trump überein, Russland sollte wieder in den G8 angehören. Das ist im Interesse aller. Wie sehr nervt Sie Twitter inzwischen eigentlich? Nein, Twitter nervt mich überhaupt nicht. Ich habe natürlich auch mit dem neuen italienischen Ministerpräsidenten gesprochen. Wir haben in dem Kommuniqué von Kanada sehr, sehr wichtige und einvernehmliche Formulierungen getroffen, auch was die Fortsetzung der Sanktionen im Zusammenhang mit der Krim-Annexion und der Situation in der Ostukraine anbelangt. Er hat an dieser Stelle sehr schnell reagiert. Vielleicht wäre es schöner, man hätte vorher mal gesprochen. Das meinte ich mit der Loyalität. Wenn wir als Europa stark auftreten wollen, dann müssen wir untereinander Kompromisse finden. Das bedeutet aber, dass man erstmal auch untereinander spricht. Und das hätte ich mir gewünscht. Und blockiert Italien jetzt ihre Sanktionsfront gegen Russland? Nein, ich sagte ja, im Kommuniqué haben wir uns eindeutig zur Fortsetzung. Im Kommuniqué, aber das heißt ja nicht, dass Italien sich auch bei den nächsten Abstimmungen dran anhält. Also wir haben jedenfalls über die anstehenden Abstimmungen gesprochen. Und ich glaube, dass Italien da im Einvernehmen mit dem, was es in Kanada gesagt hat, auch handeln will. Italien hat darauf hingewiesen, der italienische Ministerpräsident, dass wir Kontakte zur Zivilgesellschaft suchen sollen in Russland. Das haben wir sofort bejaht. Ich war in Sotschi, der französische Präsident Emmanuel Macron war in Petersburg auf dem Wirtschaftsgipfel. Und trotzdem sollten wir alle dafür arbeiten, Fortschritte bei dem Minsker Prozess im Blick auf die Ukraine zu bekommen. Wladimir Putin hat auch gleich reagiert, hat natürlich mitbekommen, was gesprochen worden ist und hat gesagt, die Kritik der G7 an Russland sei kreatives Gelaber und müsse aufhören. Gleichzeitig hat er vorgeschlagen, sich bald mit Donald Trump zu treffen. Was ist noch übrig von Ihrer Überzeugung, die Welt müsse sich nicht bi-, sondern multilateral aufstellen? Ja, dass die beiden sich mal treffen, länger als sie sich beim Dessert in Hamburg beim G20-Treffen gesehen haben, dafür bin ich nun wirklich. Das sind zwei wichtige Länder. Ich habe ja eben auf die strategische Situation hingewiesen. Die Amerikaner sind in Syrien engagiert im Anti-IS-Kampf. Russland spielt dort eine zentrale Rolle, die Türkei spielt eine zentrale Rolle. Und dass zwei Präsidenten sich dann wirklich auch mal treffen, auch mal länger treffen, das würde ich mir sogar wünschen. Und die multipolare. Aber Sie wissen, was dahinter steckt, dass Donald Trump das Gefühl hat, er muss sich an die alte, wertegebundene, vertragsbeschriebene Weltordnung nicht mehr halten, sondern er macht das auf seine Art in bilateralen Gesprächen im Wege eines Deals. Ja, man kann sogar multilaterale Deals machen. Die machen wir zum Beispiel in der Europäischen Union bei jedem Europäischen Rat. Das ist ja gar nicht. Ich wundere mich über Ihre Gelassenheit, deshalb frage ich. Ja, schauen Sie, die Sache ist nicht schön. Ich habe ja von Ernüchterung gesprochen, was für mich schon viel ist. Ich kann sogar sagen, dass es deprimierend ist. Aber ich persönlich glaube nicht, dass durch immer weiteres Anheizen der Sprache die Dinge in der Sache besser werden. Ich sage noch mal, ich wünsche mir sehnlichst, dass sich der russische und der amerikanische Präsident treffen. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass die Welt multipolar ist. Denn es gibt China, der chinesische Präsident, der amerikanische haben sich übrigens weitaus mehr gesehen als der russische und der amerikanische. Der russische und der chinesische im Übrigen auch. Und ich wünsche mir, dass wir sprachlich sozusagen nicht immer uns weiter aufpumpen. Das wünsche ich mir schon, weil Sprache auch etwas über das Wesen einer Auseinandersetzung aussagt. Und ich glaube, dass jeder seine Meinung hat, jeder seine Sichtweise. Und ich kann zum Beispiel auch verstehen, dass es in Amerika viele Menschen gibt, die sagen, Amerika hat sich sehr international engagiert. Nicht immer mit großem Erfolg, sondern auch großen Problemen, wenn ich an den Irak denke oder an Libyen denke.
Und was wird aus uns hier in den Vereinigten Staaten von Amerika? Und diese Stimme ist ja auch der amerikanische Präsident. Und das wissen wir doch aus unserem eigenen Land, wie das ist, wenn sich ganz Gruppen von Menschen auch zurückgelassen fühlen. Und deshalb kann ich das verstehen. Und trotzdem glaube ich an Win-Win-Situationen. Und manchmal habe ich den Eindruck, der amerikanische Präsident glaubt daran, dass nur immer einer gewinnt und der andere verliert. Das ist vielleicht der Unterschied. Und er scheint daran zu glauben, dass er einen Weg gefunden hat, sich durchzusetzen. Er trifft sich am Dienstag mit dem nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-un. Da kann man natürlich schon fragen, ist Trumps Politik der nationalen Alleingänge, seine Politik der Stärke, wie Sie es, glaube ich, mal genannt haben, doch erfolgreicher als Ihr multilateraler Ansatz? Denn schauen wir jetzt noch mal an, das haben Sie in Washington, als Sie da waren, auch schon mal kurz gesagt. Wir treffen uns heute hier an einem Tag, an dem auch deutlich wird, dass die Stärke, mit der der amerikanische Präsident Donald Trump darauf gesetzt hat, dass die Sanktionen gegen Nordkorea auch wirklich eingehalten werden, Erfolge zeitigt, erste Möglichkeiten eröffnet. Loben Sie da nicht seine Art vorzugehen, die manch einer als das versteht, was sie vielleicht auch ist, nämlich dass er die Axt legt an alles, was bislang noch wertebasiert, vertragsgestützt, multilateral gedacht und verabredet war? Nein, dort lobe ich die Sanktionen. Es gibt ja oft eine breite Debatte, nützen Sanktionen überhaupt etwas? Und seitdem die internationale Gemeinschaft inklusive China stärker die Sanktionen auch wirklich beachtet und eingehalten hat, ist in Nordkorea in der Tat eine Situation entstanden, wo auch Bereitschaft zum Verhandeln offensichtlich da war. Es ist im Übrigen beim Iran, den wir jahrelang mit Sanktionen belegt hatten, auch die Bereitschaft entstanden, ein Abkommen abzuschließen, als diese Sanktionen immer stärker gewirkt haben. Deshalb bin ich jemand, der sagt, man muss manchmal warten, Jahre warten, aber Sanktionen können ein Mittel sein, um auch Verhandlungsbereitschaft hervorzurufen. Und ansonsten wollte ich noch mal nur Folgendes sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein großes wirtschaftliches Gewicht und deshalb ist mir so wichtig, dass Europa auch wirtschaftlich stark ist, innovativ ist. Denn wenn wir das nicht auf die Waagschale werfen können, dann werden wir auch kein wichtiger Faktor in der Welt sein. Und hinzu kommt noch eine große militärische Stärke. Aber ich setze jetzt erstmal auf die wirtschaftliche Stärke. Und dieser schiere Faktor der Wirtschaftsstärke, der Innovationskraft der Vereinigten Staaten von Amerika, stattet den amerikanischen Präsidenten mit einer großen Macht aus. Wladimir Putin hat gesagt, bezogen auf die Zölle, gegen die sie sich wehren und die sie als rechtswidrig verstehen, hat er gesagt, naja, jetzt merkt der Westen auch mal, wie es ist, unter Sanktionen zu stehen. Er setzt gleich Zölle und Sanktionen. Gerade haben Sie gesagt, Sanktionen bringen was. Bringen die Zölle dann gegen die EU auch was? Werden Sie sich also gleichsam wohlverhalten im Sinne des amerikanischen Präsidenten? Und das habe ich ja gesagt. Weder der kanadische Präsident Justin Trudeau hat darauf verzichtet, Gegenmaßnahmen zu machen. Und auch wir werden nicht darauf verzichten, Gegenmaßnahmen zu machen. Mit dem Risiko einer Eskalation, die zum Schaden der deutschen Wirtschaft sein könnte. Man muss sich entscheiden. So ist das in der Politik. Und nichts tun kann Risiko sein, dass man als vollkommen erpressbar gilt. Wenn wir jetzt nicht agieren aus Angst, würden Sie mich genau andersrum fragen. Trauen Sie sich schon gar nicht mehr, eine Gegenmaßnahme zu ergreifen? Habe ich Sie schon gefragt. Ich habe nach der Machtlosigkeit gefragt. So, jetzt machen wir die Gegenmaßnahme. Sehr bedacht und auch nicht überbordend. Und trotzdem habe ich bei dem einen Bild dort einen Vorschlag gemacht, wie man vielleicht die nächste Eskalationsstufe vermeiden könnte. Ich finde, das muss man immer wieder machen. Und was haben Sie eben vorgeschlagen? Na, ich habe ja gesagt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika checken jetzt nach einem bestimmten rechtlichen Vorschrift, ob die Tatsache der Autoimporte nach Amerika sozusagen eine strategische Schwächung der Vereinigten Staaten von Amerika hervorrufen. Und wir können natürlich auch überprüfen, ob solche Zölle für uns eine strategische Schwächung mit sich bringen würden und welche Verbindungen sind. Das ist ja nicht nur Deutschland, sondern es gibt Zulieferer und vieles andere mehr. Und mein Vorschlag, den haben wir als Europäer insgesamt gemacht, ist, bevor wir unilateral wieder handeln, tauschen wir uns mal über die strategische Wirkung dieser Maßnahmen aus und überlegen, ob es noch andere Wege gibt. Andere Wege ist mein Stichwort. Wenn die USA
immer weiter ausfallen als ein Partner, auf den man sich verlassen kann, dem man Vertrauen schenken kann, der nicht mit einem Tweet schnell ein Abschlussdokument wieder aufkündigt. Mit wem suchen Sie stattdessen die strategischen Partnerschaften? Christian Lindner schlägt heute vor, auch was wir schon besprochen haben, die G7 plus 1, nämlich Russland, müsse dabei sein. Sarah Wagenknecht geht in die Richtung, sagt auch, Russland müsste dabei sein. Ihr Außenminister Heiko Maas sagt, engere Verbindungen zu Kanada und Japan. Was ist es? Was tritt an die Stelle? Erstmal würde ich das G7-Format nicht etwa aufgeben. Es ist schwer, es ist enttäuschend diesmal, aber damit ist es nicht beendet. Zweitens habe ich gesagt, wir müssen mit Russland im Gespräch bleiben. Es gibt keine Friedenslösung in Syrien, es gibt keine Friedenslösung in der Ukraine ohne Russland. Wir müssen mit Japan und Kanada auf jeden Fall sehr eng arbeiten. Dafür steht das Freihandelsabkommen zusammen, auch mit einem strategischen Abkommen der Kooperation mit Japan und mit Kanada. Mit beiden haben wir jetzt sowohl Freihandel als auch strategische Partnerschaftsabkommen. Bei Kanada abgeschlossen, bei Japan kurz vorm Abschluss. Wir müssen mit Indien sehr gut zusammenarbeiten. Ich habe da immer wieder Wert drauf gelegt, habe seit Jahren deutsch-indische Regierungskonsultationen vorgeschlagen, genauso wie wir jetzt im Juli wieder deutsch-chinesische Regierungskonsultationen machen müssen. Also auch, ich fahre jedes Jahr einmal nach China, auch dort muss man immer wieder suchen, wo kann man zusammenkommen, wo gibt es Gegensätze. Aber der Kernpunkt ist, wird die Europäische Union in der Lage sein, und bei der Außen- und Sicherheitspolitik würde ich Großbritannien weiter zu uns auch dazu rechnen, selbst nach dem Austritt aus der EU. Werden wir in der Lage sein, eine gemeinsame Außenpolitik zu vertreten? Oder wird einer immer eine Absprache mit Amerika haben, einer eine mit China und einer eine vielleicht mit dem Dritten? Dann wird Europa zerrieben werden in einer Welt, in der ganz starke Pole da sind. China, Russland, Amerika. Und da muss Europa auch so ein starker und sich in Loyalität verbundener Pol werden. Sonst haben wir große Schwierigkeiten. Die Woche haben Sie gesagt, Europa muss ein globaler Akteur werden. Kein Land alleine, auch Deutschland nicht, könne sich gegen die USA und China durchsetzen. Erklärt sich alles jetzt aus einer Gegnerschaft? Nein, aber es ist so, dass wenn man Verträge, wenn man Abmachungen haben will, da muss man erst mal fragen, was sind die Interessen des einen, was sind die Interessen des anderen. Wenn Sie jetzt aus Gegen gleich die Gegnerschaft machen, ich kann auch sagen, sonst werden wir mit oder für uns nichts erreichen, aber die Interessengleichheit gibt es nicht. Das ist vollkommen klar. China hat andere Interessen, Russland hat andere Interessen und die Vereinigten Staaten von Amerika haben immer andere Interessen auch gehabt, aber sie haben auch sehr viele gemeinsame Interessen gehabt und diese Gemeinsamkeit ist im Augenblick etwas weniger geworden. Sie haben in dieser Truderinger Bierzeltrede vom vergangenen Jahr, die ich ganz am Anfang schon mal angesprochen habe, auch gesagt, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen. Wer ist eigentlich wir noch in Europa? Ja, Deutschland, Frankreich erstmal. Aber natürlich, soll ich jetzt alle Mitgliedstaaten aufzählen? Nein. Da Sie gehören wissen, die wie Osteuropäer. Viel Streit da ist. Ja, da ist Streit. Es ist auch so, dass in Europa schon öfter mal Streit war. Es wird auch Bereiche geben, in denen wir vorangehen müssen. Aber wir haben jetzt schon sehr erstaunliche Erlebnisse gehabt. Zum Beispiel haben wir innerhalb fast nur ein Jahr gebraucht, um eine strategische Kooperation in der Verteidigungspolitik auf den Weg zu bringen. Mit einem Verteidigungsfonds. Es wird jetzt daran gearbeitet, dass aus 178 europäischen Waffensystemen so viele werden, wie die Amerikaner haben, nämlich 30. Das wird 20, 30 Jahre dauern, weil die Entwicklung solcher Systeme dauert lange. Ich habe mich dafür ausgesprochen, dass wir teilnehmen an einer Interventionstruppe. Das werden nicht alle machen. Das wird auch für Deutschland gar nicht einfach sein, weil wir natürlich eine Parlamentsarmee haben und die auch weiter haben wollen. Aber Sie haben dann in der FAS am Sonntag auch schon gesagt, wir müssen ja sowieso dann nicht bei jedem Einsatz dabei sein. Keiner muss bei jedem Einsatz dabei sein, aber wir müssen eine gemeinsame strategische Kultur entwickeln. Und so wie nicht jedes europäische Land jetzt bei dem Einsatz in Mali dabei ist, sondern wir rotieren und mal dabei sind und mal nicht, so wird das auch in Zukunft sein. Aber der große neue Wert ist doch, dass wir ergänzend, nicht gegen die NATO gewandt, aber ergänzend eigene Fähigkeiten aufbauen, wo wir dann unseren gemeinsamen Ansatz, politische Lösung, Entwicklungshilfe plus militärisches Agieren
als Europäer auch gemeinsam gestalten können. Und das, finde ich, ist richtig und wichtig. Aber es muss auch funktionieren. Das setzt Gemeinsamkeit und auch Geschlossenheit voraus. Der Ministerpräsident Italiens, der neue, steht einer Regierung vor aus euroskeptischen Fünf-Sterne-Bewegung und nationalistischer Lega Nord. Einer Regierung, die ihre Wahlkämpfe mit gezielten Angriffen auch gegen Sie und die angebliche oder tatsächliche deutsche Dominanz geführt haben. Wie wollen Sie ausgerechnet mit denen und Sie ausgerechnet mit denen und mit Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, die auch sehr kritische Regierungen haben, ein kraftvolles Europa bilden? Ich habe jetzt mit dem italienischen Ministerpräsidenten gesprochen und ich habe erstmal ein Angebot gemacht, dass man in einer Sache zusammenarbeiten könnte, das er sehr gerne aufgenommen hat. Das ist nämlich die Zusammenarbeit im Bereich der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Italien hat keine sehr guten Strukturen, was Bundesagentur für Arbeit bei uns wäre, kein Analogon in dem Sinne. Und da können wir helfen. Und ich glaube, mit so einem Angebot kommt man erstmal weg von den Sprüchen im Wahlkampf. Ich bin in Griechenland so viel beschimpft worden. Ich bin in Portugal so viel beschimpft worden. Und ein paar Jahre später, ich war jetzt gerade in Portugal, war eine super Stimmung. Ich bin in Porto mit dem Ministerpräsidenten am Fluss lang gegangen. Portugal geht es besser. Wir haben die Investitionen deutscher Unternehmen uns angeschaut. Wir haben tolle Softwareingenieure dort getroffen, die portugiesische Ausbildung haben. Und Bosch und andere Firmen sind dort, weil sie bei uns schon gar keine Fachkräfte mehr finden. Also man muss manchmal auch durch eine Durchstrecke durchgehen, um dann anschließend auch wieder gemocht zu werden. Man muss das Richtige tun. Und ich habe damals in der Eurokrise mir viele auch Gegner gemacht. Aber ich glaube, wenn man sich Irland heute anguckt, Portugal anguckt, Spanien steht besser da und selbst in Griechenland geht es aufwärts. Der Satz war ja, wir müssen unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen. Das war vor einem Jahr. Warum haben Sie es nicht gemacht? Ja, dann gab es einen kleinen Wahlkampf, noch 6 Monate Regierungsbildung und seitdem haben wir ja Fortschritte gemacht. Ich habe Ihnen die Verteidigungsunion aufgeführt. Ich kann Ihnen sagen, dass wir in den letzten 2-3 Jahren eine europäische Grenzpolizei, jedenfalls eine ganze Wegstrecke schon auf den Weg gebracht haben. Wir arbeiten jetzt an einem gemeinsamen europäischen Asylsystem. Und ich habe jetzt auch Vorschläge gemacht für mehr außenpolitische Kohärenz. Wir sind jetzt in den UN-Sicherheitsrat gewählt worden. Und da werden wir uns sehr darauf konzentrieren, mit Frankreich, das ja permanent im UN-Sicherheitsrat sitzt, aber auch mit Belgien zum Beispiel, die mit uns gewählt wurden, gemeinsam zu agieren. Der französische Präsident hat auch schon vor langer Zeit, nämlich einen Tag nach der Bundestagswahl in Deutschland, einen Vorschlag, einen kühnen Vorschlag gemacht, nämlich Europa ganz neu zu gründen, nationale Kompetenzen abzugeben, zum Beispiel an einen europäischen Finanzminister mit einem eigenen Budget. Darauf haben Sie erst ewig nicht und dann deutlich weniger kühn reagiert. Warum sagen Sie Macron eigentlich nicht klipp und klar, dass all das, was er will, es mit Ihnen nicht geben wird, statt Sie so lange herumlavieren? Naja, ich sage nicht, dass all das, was er will, es nicht geben wird. Wir haben zum Beispiel aus seiner Sorbonne-Rede die Initiative für eine Agentur für sogenannte disruptive, also wirklich komplette neue Innovationen schon auf den Weg gebracht. Wir werden an einem Netzwerk von Instituten arbeiten, die für die künstliche Intelligenz sich einsetzen. Und wenn wir jetzt zur Wirtschafts- und Währungsunion kommen, dann gibt es Vorschläge, von denen weiß er seit langem, dass die aus meiner Sicht nicht die richtigen sind, nämlich mit 1-2% des Bruttoinlandsprodukts in die Eurozone zu investieren. Aber dass ich sehe, dass wir die Konvergenz innerhalb der Eurozone schneller schaffen müssen. Und dazu habe ich jetzt meine Vorschläge gemacht. Wir haben uns verabredet, dass wir am 19. Juni jetzt das finalisieren werden. Auch die Finanzminister reden miteinander. Und dass da mal einer, also ich sag mal, kühn ist, kann ja nicht daran bemessen werden, wie viel Geld man sozusagen in den Ring wirft. Sondern nein, wie muss viel ja Neues man denkt, aber zum Beispiel. Ja, na klar. Und da glaube ich, ist mein Vorschlag, die Sitze im UN-Sicherheitsrat auch europäisch wahrzunehmen, ebenso kühn wie die Frage, wie wir die Eurozone in Zukunft gestalten. Und wie viele nationale Kompetenzen sind Sie bereit abzugeben? Es kommt darauf an, wann es sinnvoll ist. Wir haben seit langem gesagt, wir könnten uns vorstellen, auch
zum Beispiel den europäischen Stabilitätsmechanismus, so ähnlich wie die Europäische Zentralbank oder die Europäische Investitionsbank, in die europäischen Verträge zu überführen. Das wäre für Deutschland gar kein Problem. Es gibt nur viele Mitgliedstaaten, die haben Sorge vor Vertragsänderungen, weil sie jedes Mal ein Referendum brauchen. Und ich bin da ganz einig mit Emmanuel Macron, wenn es notwendig ist, muss man es machen. Wir haben jetzt die Verteidigungspolitik zum Beispiel so strukturiert, dass dazu keine Vertragsänderung notwendig ist. Da arbeiten die Regierungen zusammen. Aber wenn für eine solche Verteidigungspolitik das einmal notwendig wäre, würden wir uns nicht gegen Vertragsänderungen sperren. Nehmen wir an, Sie beide, also Frankreich und Deutschland, würden sich einig werden. Ist es wirklich realistisch, dass sich die EU, wie von Ihnen vorgeschlagen, und das kann man auch kühn finden, zum Beispiel gemessen daran, wie durchsetzbar das ist, dass sie sich ausgerechnet auf eine gemeinsame Flüchtlingsbehörde verständigen wollen, auf gemeinsame vergleichbare Asylstandards, also auf eine Art, die Behörde nämlich, europäisches BAMF? Das mag kühn klingen, auch aus der Realität, die wir heute kennen, verwegen. Aber ich bin zutiefst überzeugt, wenn wir über Gefährdungen der Europäischen Union sprechen, dann ist es einmal die außenpolitische Vielstimmigkeit, die wir teilweise haben. Und das Zweite ist, dass wir noch keinen gemeinsamen Angang an die Frage der Bewältigung der Migration haben. Und wenn Europa das nicht schafft, ist Europa in Gefahr. Und deshalb muss man an der Stelle. Was ist gemeint mit, was es schafft? Was muss es denn da schaffen? Na, ich sagte doch gerade deshalb den Vorschlag einer gemeinsamen Asylbehörde und auch gemeinsamer Asylstandards. Mhm. Daran wird zurzeit sehr intensiv verhandelt. Das ist mühselig. Und das ist sicherlich vielleicht auch noch nicht der letzte Schritt. Aber wir sehen zum Beispiel an ganz einfachen Beispielen, wenn in Frankreich mehr Menschen aus Albanien zum Beispiel einen positiven Asylbescheid bekommen, erleben wir sofort, dass Menschen aus Deutschland nach Frankreich gehen oder eben auch umgekehrt. Das heißt, wenn wir hier wirklich gemeinsam agieren wollen, dann brauchen wir auch gemeinsame Asylstandards. Und wenn wir wollen, dass die Freizügigkeit nicht dadurch zerstört wird, dass überall wieder Grenzkontrollen errichtet werden, wie wir sie ja temporär jetzt schon haben, dann muss der gemeinsame Außengrenzschutz stattfinden und dann brauchen wir eine richtige europäische Grenzschutzpolizei, die notfalls auch mal agieren kann, wenn das einem der Außenstaaten vielleicht nicht so gefällt. Und wir brauchen natürlich dann auch eine gemeinsame Entwicklungspolitik und eine Politik mit den Transit- und Nachbarländern. Und dafür werde ich wirklich meine ganze Kraft einsetzen, weil ansonsten Europa wirklich gefährdet ist. Und ich freue mich, wenn wir jetzt auch vielleicht mit dem österreichischen Bundeskanzler, der ab 1. Juli die Präsidentschaft übernimmt, der ja oft eine sehr harte Haltung auch eingenommen hat. Aber ich glaube, wir finden gemeinsam einen Grund, um gerade die Initiative für ein gemeinsames europäisches Asylsystem weiter voranzubringen. Dazu müssten Sie aber die gemeinsame Überzeugung haben, dass es gleichsam reicht, die Außengrenzen zu schützen und dass sich die einzelnen Staaten nicht mehr bemüßigt fühlen müssen, ihre eigenen Grenzen zu schützen, wie das ja zum Beispiel die Überzeugung der Ungarn ist. Ja, Ungarn hat ja eine EU-Außengrenze. Ungarn hat mit Serbien, insofern ist Ungarn in der Situation genauso wie Griechenland, nur dass eben Ungarn eine Landgrenze hat, die sich etwas besser schützen lässt. Aber Ungarn hat eine EU-Außengrenze und macht für uns da in gewisser Weise die Arbeit. Ich glaube, da sind wir nicht, das ist nicht das Thema. Das Thema ist, sind zwei andere Themen. Sind wir kraftvoll genug, wirklich für Entwicklung zu sorgen, da wo Menschen herkommen, also auf dem afrikanischen Kontinent? Sind wir besser in der Lage als bisher, den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden, wo nach wie vor natürlich Millionen auf der Flucht sind? Kümmern wir uns mehr um die Flüchtlingslager in der Nähe der Heimat? Kein Mensch verlässt leichtfertig seine Heimat. Und sind wir dann eben auch in der Lage, die gleichen Prozeduren zu haben? Über die Frage der Entwicklungspolitik, über die Frage der Nachbarschaft gibt es im Grunde keine sehr unterschiedlichen Meinungen. Deshalb haben wir ja auch das EU-Türkei-Abkommen bekommen. Aber es gibt noch kein Vertrauen, dass das, was wir bisher erreicht haben, ausreicht. Und daran muss weiter gearbeitet werden und dann, wie ich schon sagte, auch an den gleichen Standards. Wie oft erwischen Sie sich eigentlich bei dem Gedanken, dass es vielleicht doch bei all der Mühsam ein Fehler war, nochmal angetreten zu sein als Kandidatin für das Amt des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin? Also für die
diese Gedanken habe ich eigentlich sehr wenig Zeit, muss ich sagen. Ich hatte 6 Monate echt zu tun, dass wir eine Regierung bilden konnten. Ich hatte mir diese Regierungsbildung nicht so schwer vorgestellt, das sage ich ganz ehrlich. Ich war nach dem Scheitern von Jamaika auch enttäuscht. Das sind ja, ich habe da viel Kraft reingelegt, viel auch Emotion. Und wenn Sie dann sozusagen kurz vorm Ziel scheitern, dann brauchen Sie auch erstmal wieder einen Anlauf. Wir sind ja alle Menschen, sich für eine neue Regierung zu motivieren. Ich finde es richtig, für eine stabile Regierung gekämpft zu haben und nicht eine Minderheitenregierung zu machen. Und seitdem haben wir unglaublich viel nachzuholen. Und insofern bleibt für solche Gedanken nicht viel Zeit. Seitdem hat man aber auch den Eindruck, Sie kommen aus der Defensive nicht mehr raus. Ich finde, dass ich viele Aufgaben habe, aber ob nun Offensive, Defensive, wir haben über Europa gesprochen, wir haben über die Herausforderungen mit den Zöllen gesprochen. Wenn Sie mich vor einem Jahr getroffen hätten, hätte ich überhaupt gar nicht geahnt, mit was für Problemen man sich rumschlagen will. Und wenn Sie mit Defensive meinen, dass vielleicht viele Lösungen nicht so glatt auf dem Tisch liegen, dann sage ich ganz einfach, das ist eine Zeit, in der muss ich den Menschen in Deutschland auch sagen, dass es eine ganze Reihe von ernsten Problemen gibt, die wir noch nicht gelöst haben. Und ein Thema, was zum Beispiel extrem unpopulär ist, das ist das Thema der Verteidigungsausgaben. Viele Menschen sagen, investiert in die Rente, investiert in die Straßen, tun wir auch alles. Aber gerade das, wir müssen unser Schicksal mehr in die eigene Hand nehmen, bedeutet eben auch, dass wir für unsere eigene Sicherheit mehr tun müssen. Sowohl für die Nachrichtendienste, weil wir hier sehr viel von Kooperation mit anderen leben und auch unsere Beiträge leisten müssen, als auch für die Verteidigung. Und wenn der amerikanische Präsident zu mir sagt, ich gebe über 3% aus für die Verteidigung vom Bruttoinlandsprodukt und ihr gebt jetzt mal gerade 1,3% aus und ihr habt nach dem Ende des Kalten Krieges gedacht, ihr braucht nichts mehr für eure Verteidigung auszugeben, dann hat er in gewisser Weise recht. Und deshalb müssen wir diesen Verteidigungsetat steigern. Das alles sind Mitteilungen, die sind nicht so beliebt. Und ich würde mir auch gerne eine etwas geordnetere Welt wünschen. Und als Bundeskanzlerin muss ich auf diese Fragen eine Antwort geben und bin natürlich auch dafür in gewisser Weise politisch verantwortlich. Denn ich stehe ja auch mit anderen, aber für dieses Land. Und da, wenn es dann super läuft und nur die Wirtschaft boomt und die Arbeitslosigkeit abnimmt und sonst kein Problem ist, ist das Leben natürlich leichter. Aber ich finde, man muss das trotzdem annehmen. Denken Sie das immer noch, dass es sonst kein Problem gibt? Mit der Idee sind Sie in den Wahlkampf gegangen und dafür ja auch, muss man sagen, mit dem schlechtesten Ergebnis bestraft worden. Da haben Sie auch gesagt, für ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Ja. Denken Sie wirklich, dass alles in Ordnung ist? Nein, das habe ich nie gedacht. Haben Sie gerade gesagt? Nein, ich habe gesagt, die Menschen würden sich freuen, wenn ich ihnen mitteilen könnte, dass alles in Ordnung ist, die Wirtschaft floriert, wir gute Beziehungen zu jedermann auf der Welt haben. Das ist natürlich eine schönere Zeit, als wenn ich persönlich auch dafür gerade stehen muss, dass sie eben nicht in Ordnung ist, dass es mit den Vereinigten Staaten unvorhergesehene Probleme gibt, dass die Ukraine-Frage immer noch nicht gelöst ist, dass auch sonst die Welt sich schnell bewegt, dass wir bei Forschung und Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz vielleicht eben nicht vorne sind. Und Sie hatten mich nach der Defensive gefragt. Und ich habe versucht, meine Sicht darzulegen und hoffe, das ist auch verständlich, dass im Augenblick die Welt unübersichtlich ist, auch ein Stück weit vielleicht, manche sagen, aus den Fugen. Und dass sich viele Menschen, um zu Pflege und zu Krankheit und Rente zu kommen, auch fragen, selbst wenn es mir heute gut geht, ist eigentlich damit Sicherheit verbunden, dass es mir morgen gut geht, weil sie eine Welt in einem unglaublich schnellen Wandel sehen. Und diese Fragen sind berechtigt, auf die versuchen wir Schritt für Schritt Antworten zu geben, indem wir uns eben um gleichwertige Lebensverhältnisse kümmern, indem wir jetzt endlich mit dem Infrastrukturausbau bei Breitband schneller vorankommen, indem wir versuchen, eben auch im ländlichen Raum mit Telemedizin und anderen Dingen Angebote zu machen, dass Menschen keine Sorge haben, dass sie im Alter da nicht mehr leben können. Indem wir bessere Bezahlung der Pflege machen. Und Pflege ist ein Riesenthema für jeden, eigentlich für jede Familie in Deutschland. Und das werden wir vielleicht auch nie 100% lösen können. Aber wir glauben, dass wir da mehr tun müssen. Das war die Antwort auf das Wahlergebnis.
Als ich von der Defensive gesprochen habe, habe ich auch gedacht an das, was Sie im Moment stark beschäftigen muss im für Ihre Flüchtlingspolitik zentralen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Gab es massive Führungs- und Managementdefizite. Sie wussten das eigentlich schon ewig. Sie wussten, dass die Behörde heillos überfordert war. Warum haben Sie es unterlassen? Ausgerechnet in dieser Frage Ihre politischen Führungsverantwortung nicht sehr viel besser nachzukommen, als Sie das gemacht haben? Also ich habe in der Frage der Führungsverantwortung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im September, Oktober 2015 in einer Art und Weise eingegriffen, indem Herr Weise dann auch diese Funktion übernommen hat, wie ich es selten in meinem politischen Leben bezüglich einer nachgeordneten Behörde eines Ministeriums gemacht habe. Uns ist damals oft vorgeworfen worden, dass Kanzleramt ziehe Kompetenzen an sich, die es eigentlich nicht habe. Wir haben einen Flüchtlingsstab eingerichtet, weil ich nicht der Überzeugung war, dass allein das zuständige Ministerium das hinbekommen kann. Und vielleicht war das auch eine Riesenaufgabe, für die genau auch das Kanzleramt und auch ich ganz persönlich verantwortlich war. Bei dieser außergewöhnlichen Situation, und ich halte die Entscheidung, damals die Flüchtlinge aufzunehmen, für nach wie vor richtig, es war eine humanitäre Notsituation. Dass darauf das Amt nicht ausreichend vorbereitet war, hatte eine Vorgeschichte, das ist richtig. Wir haben damals auch schrittweise das Personal erhöht, aber nicht genug, die Strukturen nicht genug aufgebaut. Und dann haben wir in einem Ad-hoc-Akt mit Herrn Weise gehandelt und das dann immer noch bei dieser außergewöhnlichen Situation manches nicht so gelaufen ist, wie man sich es idealerweise vorstellt, das sehen wir heute. Aber das können Sie sich so leicht machen, werden. Frau Merkel? Ich mache es mir nicht leicht. Nee. Ich bin für die Dinge politisch verantwortlich, um das gleich vorneweg zu sagen. Ich schiebe da auch auf niemanden die Verantwortung. Obwohl Sie es gerade, glaube ich, Richtung de Maizière geschoben haben. Nein, habe ich nicht. Sie haben gesagt, das Bundesministerium des Innern, das unter der Leitung von Herrn de Maizière stand in der Zeit, war, ich fasse zusammen, überfordert. Deshalb habe ich die Kompetenzen ins Kanzleramt geholt. Deshalb wird Peter Altmaier Flüchtlingskoordinator. Ich habe gesagt, dass in einer solchen außergewöhnlichen Situation, ich glaube, jetzt kommt es auf jedes Wort an. Glaube ich auch. Auch ein Ministerium wie das Innenministerium mit dieser Aufgabe nicht alleine gelassen werden durfte. Und dass ich deshalb unter viel Kritik gesagt habe, hierfür muss ich auch das Kanzleramt mitverantwortlich fühlen. Und weil ich weiß und darauf auch gar nicht wegreden will, dass letztlich bei der Bundeskanzlerin die politische Verantwortung für das Allermeiste, was in diesem Land passiert, liegt, nehme ich diese Verantwortung auch voll auf mich. Und wir haben damals mit Herrn Weise sehr, sehr viel geschafft und trotzdem nicht so ideal, wie man es sich hätte vorgestellt. Und wenn ich habe im Jahre 2016 einmal gesagt, wenn ich die Zeit noch mal zurückdrehen könnte, hätte ich beim BAMF, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, sehr viel früher angefangen, sehr viel stärker ranzugehen. Horst Seehofer zum Beispiel hat mir im Jahre 2013 einen Brief geschrieben, als sehr viele Menschen aus dem westlichen Balkan kamen. Ich habe mir meine Antwort noch mal angeguckt. Wir haben das Personal erhöht. Aber ich habe damals nicht das ganze EDV-System umgestellt. Man hätte das ganz anders anlegen müssen. Das ist dann erst 2015 passiert. Als diese etabliert Situation worden ist es schon erst, glaube ich, im Frühjahr 2018. Seitdem ist die Behörde mit IT und Technologie so ausgestattet, dass sie gründlich arbeiten kann und nicht nur schnell. Das war der Eindruck, dass Schnelligkeit vor Gründlichkeit stand. Warum haben Sie das zugelassen? Nein, das haben wir zu keinem Zeitpunkt zugelassen. Und das war auch nie die Anforderung. Aber dass es schneller gehen sollte, das war nun nicht nur der Wunsch der Bundesregierung, sondern das war der Wunsch aller Ministerpräsidenten. Ich kann Ihnen Protokolle zeigen. Ich schiebe nichts ab. Ich sage nur, damals war das die Meinung, wir müssen natürlich präzise entscheiden, aber wir müssen auch schneller entscheiden. Und es gab Zeiten, da haben wir zum Beispiel bei den syrischen Flüchtlingen nur mündliche schriftliche Fragebögen verschickt. Das war damals mit allen Innenministern aller Bundesländer abgestimmt. Und was ich nur finde, wenn man hinterher feststellt, dass manches nicht so gut geklappt hat, dann darf man sich aber, glaube ich, auch nicht bei den selbst mitgetroffenen Entscheidungen vom Acker machen. Und trotzdem war es alles andere als ideal und wir müssen schrittweise besser werden. Ja, schauen wir uns mal an, was der Gesamtpersonalrat geschrieben hat im Oktober 2015. Da, ich glaube, darauf beziehen Sie sich ja auch, mussten Sie wissen, was da alles im Einzelnen schiefläuft und was das auch für eine Wirkung hat, nicht zuletzt in den Augen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BAMF.
Im November 2015 schreibt der Gesamtpersonalrat des BAMF einen offenen Brief an den neuen Behördenleiter Frank-Jürgen Weise. Der Personalrat beklagt Probleme bei sogenannten verkürzten schriftlichen Verfahren. Er schreibt: Tatsächlich verzichtet das Bundesamt auf eine Identitätsüberprüfung. Syrer ist, wer sich schriftlich im Rahmen einer Selbstauskunft als Syrer bezeichnet. Eine solche massenhaft praktizierte Entscheidungspraxis steht unseres Erachtens mit einem rechtsstaatlichen Verfahren nicht im Einklang. Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da oder was der Gesamtpersonalrat in ihrem Namen sagt, ist, sie wussten nicht, wer im Land ist. Das kommt dabei raus. Welchen Vertrauensschaden, frage ich Sie, in die Rechtsstaatlichkeit der Verfahren, das wird hier angesprochen, und welches Sicherheitsrisiko sind Sie dann damit eigentlich sehenden Auges eingegangen? Weil es war ein offener Brief, Sie wussten das. Selbstverständlich. Es gab auf der anderen Seite die Entscheidung, die mit allen Ländern auch, also ich glaube, mit fast allen Ländern gemeinsam getroffen wurde, das zu machen. Man hat das dann ja auch wieder aufgehört damit. Das heißt also, es ist nicht vollkommen ungehört verhallt und hat solche Verfahren mit dem schriftlichen Fragebogen nicht mehr gemacht. Denn es hat sich dann herausgestellt, dass unter den Flüchtlingen eben auch solche sind, die nicht Schutz suchen, sondern die terroristische Attacken verüben wollten. Das heißt, diese Praxis hat man verändert. Aber das ist ja nicht das Einzige, was dort auch an Spannungen in dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war. Wenn man sich vorstellt, dass eine solche Aufgabe, manchmal Tag kamen 7.000, 8.000 Menschen nach Deutschland, plötzlich dieses Amt hatte, was viele Jahre lang mit 50.000 Asylbewerbern pro Jahr gelebt hat, dass dann bei der personellen Erweiterung auch Probleme auftreten und dass man dann den Behördenleiter Herrn Weise, der Herausragendes geleistet hat, auch ein Stück Freiheit geben muss, das zu organisieren, und dass da vielleicht nicht jeder glücklich ist, auch das muss man in Kauf nehmen. Aber was die mündlichen, was diese Fragebogenverfahren anbelangt, das haben wir hinterher ja revidiert, und zwar sehr einvernehmlich. Nun hören wir ja aber immer noch von neuen Fällen. Es sind Zehntausende von Asylentscheiden, bei denen man nicht sicher ist, ob die jetzt richtig getroffen worden sind. Es sind 300.000 Widerspruchsverfahren, die anhängig sind in den Verwaltungsgerichten, wo auch oft herauskommt, dass zu Unrecht jemand abgelehnt worden ist. Das alles deutet doch nicht darauf hin, dass jetzt dann aber wirklich sauber, sorgfältig, in jedem Fall zutreffend entschieden würde. Also Sie haben ja die Verwaltungsgerichtsverfahren angesprochen. Jeder, kann man fast sagen, der subsidiären Schutz bekommt und nicht die volle Anerkennung nach der Genfer Flüchtlingskonvention, hat und nutzt eigentlich auch die Möglichkeit, zum Verwaltungsgericht zu gehen. Wir sind jetzt dabei, und Horst Seehofer macht das als Bundesinnenminister sehr intensiv mit den Ländern, dass das BAMF auch vermehrt Entscheider direkt zu den Verwaltungsgerichten schickt, dass wir auch überlegen, wie wir diese Verfahren konzentrieren können, damit die möglichst schnell abgearbeitet werden. Aber an dem Beispiel sehen Sie ja, dass der Weg der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland wirklich auch breit genutzt wird. Und zum Zweiten gibt es eine große Reform, die Horst Seehofer jetzt nochmal im Blick auf die Mängel und auf die Unzulänglichkeiten des BAMF auf den Weg setzt. Verbesserung des Vier-Augen-Prinzips und vieles andere mehr. Und diese Reform unterstütze ich voll und ganz. Unterstützen Sie auch Alexander Dobrindt in der Zuschreibung, dieses sei eine Anti-Abschiebeindustrie? Ich finde die Wortwahl nicht die meine. Und habe ja gerade gelobt, dass die Möglichkeit des Rechtswegs in Deutschland besteht. Allerdings muss ich sagen, dass wenn jemand sozusagen einmal durch das gesamte Verfahren ist und abgelehnt ist, dass man dann auch überlegen muss, insbesondere wenn Menschen aus sicheren Drittstaaten kommen, ob vielleicht ein weiteres Verfahren, was man dann nochmal anstrebt, weil man vielleicht sagt, ich habe jetzt wieder ganz andere Umstände, dass man das dann vielleicht auch von zu Hause führen kann. Ich sage aus einem sicheren Drittstaat zum Beispiel. Denn wir dürfen auch nicht immer und immer wieder sozusagen die Prozeduren wiederholen. Ich bin für Rechtsstaatlichkeit, aber ich bin auch dafür, dass dann rechtsstaatliche Bescheide auch ihre Gültigkeit haben. Auch das wühlt gerade im Moment der sehr traurige Fall auf des 14-jährigen Mädchens, das in Wiesbaden ermordet worden ist, mutmaßlich von einem
Mann aus dem Irak, der auch ein abgelehnter Asylbewerber war. Im Dezember 2016 ist sein Verfahren abschlägig beschieden worden. Dann klagt er dagegen. Seitdem läuft das Verfahren. In dieser Zeit wird er schon übergriffig, ist Polizei bekannt, ermordet auch das Mädchen, wie man jetzt annehmen muss. Schafft es dann noch mit der ganzen Familie, Deutschland zu verlassen und in den Irak sich abzusetzen, vielleicht unter Angaben falscher Daten. All das wühlt alles wieder auf, was wir gerade schon besprochen haben. Die Zweifel an der Sorgfältigkeit der Behörden. Warum hat die Polizei nicht reagiert? Hätten die Fluggesellschaften etwas tun können? Es wühlt auf die Frage, geht man richtig um mit abgelehnten Asylbewerbern, ohne all die, die zu Recht klagen, zu belasten? Ich weiß gar nicht, Sie haben sich geäußert schon zu dem Fall, aber wie kriegen Sie das hin, dieses stark angeschlagene Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Rechtsstaats und die fehlerfreie Arbeit der Behörden wiederherzustellen? Erstmal muss man sagen, dass dieser Fall schrecklich ist. Und ich habe es gestern gesagt, ich kann es heute wiederholen, es ist ein abscheulicher Mord und für die Eltern ist es das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Und natürlich muss jetzt geschaut werden, und das sind ja alles die Themen, die wir eben besprochen haben. Wie können die Verwaltungsgerichtsverfahren schneller gehen? Wir haben in der Koalitionsvereinbarung verabredet, dass wir Zentren einrichten, an denen auch die Verwaltungsgerichtsverfahren von dort geführt werden können. Und ich bin schon überrascht, muss ich sagen, wie schwer das doch jetzt ist, mit einigen Bundesländern dann wirklich das, was wir gemeinsam in im Übrigen wochenlangen Verfahren und Beratungen zu verabreden, dann auch in die Tat umzusetzen. Und Horst Seehofer kann zwar sagen, dass das jetzt in Bayern funktioniert, dass das in Sachsen funktioniert und es werden auch noch einige andere Länder dazukommen. Aber der Fall zeigt doch, wie wichtig es ist, dass Menschen, die keinen Aufenthaltsstatus haben, schnell ihr Verwaltungsgerichtsverfahren bekommen und dann auch schnell wieder nach Hause geschickt werden können. Wie das passieren konnte... Oder bleiben können, das kann ja auch positiv aussehen. Nein, in diesem Falle meine ich, weil wir über den Fall gesprochen haben. Und wer jetzt schnell eine Antwort bekommt, dass er bleiben kann, der muss dann auch schnell integriert werden und der muss auch schnell in die Kommunen kommen. Im Übrigen, wenn man sich mal anschaut, wie die Verwaltungsgerichte entscheiden im Blick auf die Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, ich habe die Prozentzahl jetzt nicht im Kopf, aber es ist nicht so, dass alle Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge revidiert werden. Im Gegenteil. Das heißt, hier gibt es ein hohes Maß auch an Übereinstimmung. So, also für mich heißt die Lehre, bei allem, was jetzt auch in dem speziellen Fall tragisch, traurig, schrecklich ist, alles zu tun, dass wir diese Ankerzentren jetzt auf den Weg kriegen, dass da wirklich dann schneller gehandelt werden kann. Und ich finde, der Fall sollte uns alle anspornen, das jetzt auch wirklich flächendeckend bundesweit zu machen. Sie glauben, die Ankerzentren sind die Lösung für das große Problem, das ich beschrieben habe, angeschlagenes Vertrauen in die Sorgfalt der Behörden, in die Handlungsfähigkeit des Rechtsstaats? Eine Möglichkeit. Ich meine, wir müssen doch, was können wir tun? Wir können die Menschen nur überzeugen in ihrem vielleicht schon angeschlagenen Vertrauen, indem wir es besser machen. Das hilft auch kein Reden und kein Papier und nichts, sondern es hilft nur das Erlebnis. Und wir haben ja viele, viele Schritte sind wir schon gegangen. Diese Ankunftszentren Heidelberg, Bamberg, die funktionieren ja relativ gut. Und im Übrigen ist die Zahl derer, die zu uns kommen, ja auch gesunken, deutlich gesunken seit dem EU-Türkei-Abkommen, seitdem wir mit Libyen mehr machen. Wir haben in diesem Jahr jeden Monat etwas weniger Eintragungen in das Kernregister, also wo die Neuanmeldungen sind. Also es ist ja nicht so, dass nichts passiert ist. Aber wir sind nicht gut genug. Und da sind die Ankerzentren ein Thema. Da ist der Abbau dieser großen Zahl von 300.000 Verwaltungsgerichtsverfahren ein anderes Thema. Und da wollen die Menschen vor allen Dingen, dass die, die kein Aufenthaltsrecht haben, dass sie schnell unser Land verlassen. Und viele, viele Menschen wollen auch, dass denen, die in humanitärer Not sind, die rechtsstaatlich das Ja bekommen, dass sie dann auch in die Gesellschaft integriert werden. Und wenn man hört, dass jeder vierte syrische Flüchtling, der zu uns gekommen ist in den Jahren 2015, 16, inzwischen in Arbeit ist, dann ist das ja auch etwas, was man zumindest mal erwähnen kann.
Dienstag will Bundesinnenminister Seehofer seinen Masterplan Migration präsentieren, angeblich auch mit der Idee, Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückzuweisen, die anderswo in der EU schon registriert worden sind. Machen Sie da mit? Wir sind über diesen Masterplan noch in intensiven Gesprächen, deshalb würde ich zu diesem Gesprächsstand nichts sagen, sondern für mich allerdings bleibt es dabei, das gilt, dass wir europäisches Recht anwenden. Europäisches Recht hat immer Vorrang vor dem deutschen Recht und ich möchte, dass wir uns mit ganzer Kraft, deshalb habe ich erst die Präsidentschaft von Bundeskanzler Kurz auch erwähnt, für ein neues gemeinsames europäisches Asylsystem einsetzen. Der Bundesinnenminister, ich werde das als Bundeskanzlerin tun, weil ich nur in europäischen Lösungen die wirkliche Lösung sehe. Sie wollen zu den Gesprächen noch nichts sagen. Angeblich wollten Sie, glaube ich, heute miteinander reden. Haben Sie das nicht gemacht? Ich möchte jetzt zu den Gesprächen dann nicht sagen. Ich glaube, das ist auch richtig so, dass interne Gespräche intern bleiben. Aber wozu Sie natürlich etwas sagen können, ist zu Ihrer Haltung in der Frage. Wollen Sie zulassen, dass Asylbewerber an der deutschen, eigentlich dann sogar ja vor der deutschen Grenze, zurückgewiesen werden? Wollen Sie das? Denn das würde alles in Frage stellen, was Ihre historische Entscheidung ausgemacht hat, als Sie nämlich gesagt haben, Sie wollen die Grenze eben nicht schließen. Erstens war sie nicht geschlossen und sie wurde nicht geschlossen. Ich glaube auch, man kann Grenzen schützen, um auf eine Sendung, die wir schon mal gemeinsam bestritten haben, zurückzukommen. Aber wir haben Tausende von Kilometern von Grenzen, die könnte man nur mit einer Mauer wirklich schließen, wenn überhaupt. Aber es geht doch um etwas anderes und ich habe Ihnen die Frage eigentlich beantwortet. Ich möchte, dass das, was heute gilt, dass europäisches Recht Vorrang hat vor nationalem Recht, dass wir das auch in unserer weiteren Politik umsetzen. Und das bedeutet, dass wir das Dublin-System reformieren, dass wir es verändern, aber dass wir nicht einseitig national agieren. Das heißt, Horst Seehofer wird sich mit seinem Vorschlag nicht durchsetzen gegen Sie? Ich sagte, wir sprechen miteinander und der Plan ist meines Wissens nicht veröffentlicht. Und insofern sind wir weiter im Gespräch. Fahren Sie zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland? Kann gut sein. Wenn Sie mich nach der Prinzipiendiskussion fragen, darf man da jetzt hinfahren und so weiter, dann sage ich klares Ja. Ich muss das nur abpassen, ob meine sonstigen Verpflichtungen, die ja zahlreich sind und immer wieder durch Überraschungen auch geprägt, das zulassen. Aber im Grundsatz ist das nicht ausgeschlossen. Warum sagen Sie, ich habe damit prinzipiell überhaupt kein Problem? Sie wissen, wir haben letzte Woche in der Sendung darüber diskutiert, dass es durchaus viele Abgeordnete im Europäischen Parlament gibt, die einen politischen Boykott befürworten, die gesagt haben, man muss sich anschließen der Entscheidung der isländischen und auch der britischen Regierung, die gesagt haben, man kann da nicht hinfahren. Wir können das nicht durch unsere Anwesenheit gleichsam gutheißen, was diese Regierungen dem russischen Präsidenten anlasten, und ihre kritische Haltung zu ihm haben sie uns eben auch noch mal dargelegt. Ja, und ich glaube, dass man dazwischen unterscheiden kann. Würde ich hinfahren, könnte ich das vielleicht sogar für politische Gespräche nutzen, wie ich sie jetzt auch in Sotschi geführt habe. Und so wie ich nicht sage, man kann nicht nach Sotschi fahren, ohne sprechen wird man überhaupt gar keine Lösung finden, sage ich auch nicht. Die Fußballweltmeisterschaft ist an Russland vergeben worden. Ich wünsche unserem Team natürlich, unserer Mannschaft alles Gute. Und dass man diese Mannschaft vielleicht auch als Bundeskanzlerin begleitet und nicht nur deshalb, weil sie es jetzt in Russland ist, da nicht hinfährt, da habe ich eben meine eigene Auffassung dazu. Es gibt immer auch andere Meinungen, aber ich habe die meinige. Was halten Sie von der Auffassung, die jetzt dazu führt, dass Ilkay Gündoğan, wann immer er am Ball ist oder das Spielfeld betritt, ausgepfiffen wird? Also ich glaube, die beiden Spieler haben nicht bedacht, was das Foto auslöst mit dem Präsidenten Erdogan. Trotzdem bin ich überzeugt, weil sie es nicht bedacht haben, wollten sie alles, nur nicht deutsche Fans in irgendeiner Weise enttäuschen. Ich fand es jetzt sehr berührend, dass Ilkay Gündoğan trotzdem gesagt hat, ihr spielt gerne für Deutschland und ist gerne Mitglied dieser deutschen Nationalmannschaft. Und ich finde, wir brauchen die jetzt alle, damit wir gut abschneiden. Und sie gehören zu dieser Nationalmannschaft. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn mancher Fan auch klatschen könnte. Frau Bundeskanzlerin, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, aber ich wollte den Applaus für Ilkay Gündoğan und Mesut Özil, den Sie unseren Zuschauern und Zuschauern gerne gönnen wollten, nicht unterbrechen. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke. Gerne. Danke an Sie, meine Damen und Herren.
Nach uns die Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen.